Hallo Leute, herzlich willkommen zum Classic CrossFit Online Programm. Wir haben Dienstag und auch die erste Märzwoche. Und vielleicht eine kleine Sache vorweg, die CrossFit Open stehen ja jetzt vor der Tür. Und egal welche Division ihr seid oder ob ihr das in der Home-Variante oder vielleicht auch in der Equipment-Variante macht, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, euch anzumelden. Wir sind auch angemeldet, haben natürlich den Luxus hier in der Halle, dass wir es mit Equipment machen können, aber ihr solltet es trotzdem machen und weiterhin natürlich Teil dieser riesen CrossFit-Community sein. Zum Workout heute, wir starten mit einem On-the-Minute-Drill und zwar Jumping Jacks, dann haben wir Pass-Through. Wer jetzt keine Stange zu Hause hat, der kann auch gerne ein Handtuch nehmen oder ein anderes Kleidungsstück. Wichtig ist, dass die Arme gestreckt bleiben und ihr das Ganze dann bis hinter den Körper und wieder vorführt. Dann Jumping Jacks, danach Nut Stretch. Wer eine Stange hat, macht den daran. Ansonsten könnt ihr auch gerne Kneeling Nut Stretch machen und dann wieder eine Minute Jumping Jacks. Und die Übung findet ihr hier auch nochmal in den Videos erklärt. Zum A-Teil, hier haben wir eine absteigende Leiter. 10 auf 1 in 1 Schritten runter, angefangen mit einem Single Arm Dumbbell Floor Press auf der rechten Seite, dann auf der linken Seite, dann Single Arm Dumbbell Renegade Row rechts und dann links und dann arbeitet ihr euch einfach durch und werdet wahrscheinlich so um die 10 Minuten brauchen. Aber wie gesagt, das Ganze ist nicht for time, sondern for quality, also arbeitet bitte sauber. Zum Conditioning auch eine absteigende Leiter, hier 25, 20, 15, 10 und 5 Reps, diesmal auf Zeit. Angefangen mit einem Single Arm Dumbbell Hang Power Clean auf der rechten Seite, direkt gefolgt von Single Arm Dumbbell Push Press auf der rechten Seite. Dann das Ganze auf der linken Seite und jede Runde beendet ihr mit 15 Down-Ups und dann habt ihr hier einen Timecap von 25 Minuten. Ich sag mal, die schnellsten werden das, denke ich, in 15 schaffen, aber ihr müsst schon dran werden, dass er wirklich dann auch gut durchkommt. Und zum Accessory, hier heute 3 Sets, nochmal auch so ein bisschen wie ein Cooldown, 10 Side Plank Raises pro Seite und 20 Reverse Snow Angels und dann habt ihr heute eben den Oberkörper wirklich gut trainiert. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und bis morgen. Ciao.